Ihr habt eine Fiederroute, die okay ist, aber habt denn keine passende Spitzen mehr, weil er sie vielleicht abgebrochen hat oder findet sie nicht mehr im Handel. Und dazu sage ich euch jetzt was Näheres. Hier ist eine Spitze, die komplett nicht geeignet für diesen zweiten Teil ist und durchrutscht. Wie man das wieder passend in kleinen Schritten und simplen Tricks hinbekommt, zeige ich euch jetzt in diesem kleinen Filmbeitrag. Wie ihr schon in der Einleitung gesehen habt, rutscht diese Spitze komplett durch. Die ist also, wenn man die jetzt wirft, fliegt sie natürlich ins Wasser. So, und jetzt gibt es einen simplen Trick. In der Vergangenheit habe ich auch einen Videobeitrag euch gezeigt. Da ging es um einen Grashalm, den ich in den Schaftdurchmesser gesteckt habe. Das sind aber alte Kamellen. Hier in diesem neuen Beitrag bekommt ihr ein besseres Update. Das habe ich aus Zufall rausbekommen. Und ich habe es auch noch nie irgendwo gehört oder gesehen. Man benötigt hierzu diese 10er Fireline 8 Braid. Warum in 10? Also sehr dünne Durchmesser. Warum in so dünn? Weil ich gleich mit mehreren Lagen das Ganze peu à peu aufdicke, dass es so fest optimiert ist, dass es auf jeden Fall nicht rutscht und dass man das Spitzenteil auch noch reinbekommt. Der zweite Punkt, warum ich sie gerne nehme, ist, weil sie eine Steifigkeit aufweist. Und das werdet ihr gleich in dem Beitrag sehen, wenn ich die zusammenfalte. Dann bekomme ich das ganz, auch in einem 2,2 mm oder 2,4 mm, das sind die üblichen kleinsten Schaftdurchmesser auf dem Markt, bekomme ich das, auch wenn ich das zigmal rumlege, perfekt in das zweite Teil gesteckt. Und der dritte Punkt natürlich, ich fische diese Schnur, habe sie sowieso immer am Wasser dabei, in der Clubbox, und jetzt umso mehr. Und ein Grashalm, der sowieso schlechter ist, den findet man dann, wenn man Pech hat, auch eher selten. Weiterhin benötige ich einen Zollstock, 1 Meter Länge, dann ein Braid Cutter, das war's schon. Und jetzt nehme ich hier 1 Meter ab, noch einen weiteren Meter. Das sind jetzt 2 Meter. Schneide das sauber ab. So, und jetzt halbiere ich das Ganze und lege das jetzt in Lagen. Müsst ihr euch vorstellen, also halber. Jetzt habe ich 1 Meter von den 2 Meter halbiert. Das ist Nummer 1. Jetzt halbiere ich das Ganze nochmal, jetzt bekomme ich 50 cm. Jetzt habe ich 50 cm zweimal gefaltet. Jetzt falte ich zum dritten Mal, habe 25 circa mit Schwund. Und jetzt zum vierten Mal. Jetzt habe ich hier ein Geflecht, das sehr steif ist. Das kann ich sehr gut zusammenziehen. Das ist der Vorteil dieser steifen Schnur und der Oberflächenbeschichtung. Werdet ihr gleich sehen, den großen Vorteil, auch wegen der Beschichtung. So, und jetzt jetzt gehe ich in das zweite Teil rein. Das geht hier ganz einfach. Und jetzt nehme ich die Spitze und merke schon, es ist jetzt schon Widerstand. So, und jetzt ist er fest. Also es rutscht nichts mehr, ist komplett fest. Und das überstehende Geflecht schneide ich noch ab. Und jetzt kann man dann auch mal den hören. Man nimmt das jetzt und hört direkt mit dem Ohr dran, ob es schlackert. Und in dem Moment schlackert gar nichts und es verdreht auch nicht, es ist komplett fest. So, und jetzt kommt natürlich wieder, ist man fertig mit Angeln, man legt die Spitzen wieder, man zerlegt die Rute wieder. Dann nimmt man das raus und dann sieht man, dann hat man sogar noch das Geflecht hier komprimiert. Und theoretisch könnte ich das Geflecht in eine kleine Sortierbox tun und könnte das fürs nächste Mal wieder einsetzen. Man merkt sich, wie viel Mal man gefaltet hat, für was für eine Spitze, schreibt sich das notfalls auf. Man nimmt immer die gleiche Schnur, die hat immer den gleichen Nenndurchmesser und hat eigentlich ein komplettes Paket,
Vielleicht hat man Routen mit 2,2 mm Durchmesser und dann hat man Routen mit 2,4 mm Durchmessern und dann hat man eine Spitze. Da kann man Geld sparen und man hat mit einer Spitze kann man zwei Schaftdurchmesser bedienen. Und ich denke, das ist ein sehr nützlicher, ein preiswerter Tipp und vor allem neuer Tipp aus meinem MS Friedfischen TV. Ich hoffe, der Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder mehrere Themen okay sind, könnt ihr mir gerne den Abo-Button drücken. Ansonsten Like wird mir auch gefallen. Wenn jemand in der Kommentarleiste was hinterlassen möchte, kann dies auch tun. Können wir diskutieren. Vielleicht gibt es noch bessere Tipps oder habt ihr einen besseren Vorschlag? Also, bis zum nächsten Mal, euer MS.